Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable the Lost Chapters. Wir waren hier stehen geblieben, nachdem wir den mega nötigen Angelpart im letzten Part gemacht haben. Gucken wir jetzt mal nach den Kackhändlern, die wir eskortieren müssen. Ich kenne das ja jetzt leider schon. Es ist noch Nacht, ich habe eigentlich keinen Bock auf Nacht, aber gut, komm. Lauf. Ich würde echt schnell hinter mich bringen, ganz einfach den scheiß Händler da zu eskortieren. Der dürfte jetzt hier von Bowerstone durchkommen. Nicht? Was? Wie? Wo? Hallo? Heldenstatus? Quest? Aktuelle Quest? Händler-Eskorte. Hä? Okay. Hier habe ich aber beim letzten Mal meinen Händler getroffen. Und wie lange geht dieses scheiß... Jetzt mal hier in Richtung des blinkenden Kacksteils da. So. Ich weiß nicht, ich suche jetzt mal einfach mal meinen Händler. Gegner. Oh, das bleibt tatsächlich bis zum nächsten Schlag da. Ja, komm, stirb. Was? Oh, Junge, so schwer. Oh, der hat mehr als einen. So. Ihr seid nicht mein Händler, richtig? Nein. Schade. Ja, aber sie applaudieren, ne? Da, fuck. Stöpfen. Du willst Arbeit? Sag. Ich könnte die Viecher doch eigentlich auch einfach tot schlagen, oder? Oh, daneben. Sehr gut. Ich bin der Beste. Das hier, Obstfarm. Eingang wegen Eingang wegen Bauarbeiten beschlossen? Von wegen, der ist offen. Jetzt sehen die mir hier. Autsch. Yo, nimm Schaden von scheiß Bienen. Auf die beiden scheiße ich da einfach mal. Obstfarm, ja. Scheiße, es war so einfach noch und ich verkack so hart. Kacke, egal. Mann, wo ist mein Händler? Kacke. Hier mal im letzten Part an. Ach, egal, ich hinterfrag's gar nicht mehr. Ich renne jetzt ganz einfach nur noch. Und die Musik ist weg. Weil Nacht ist. Schade. Da ist die Musik. Hab die Musik gefunden. Oh nein, ein Räuber. Scheiße. Oh, du brichst mein... Oh, mein Konter abzubrechen hier. Oh, dich kann ich töten. Nein, Schlag, töte ihn. Zack. Sehr gut. Und jetzt zu euch. Jetzt zu euch. Oh fuck. Na, den hätte ich töten können. Du stirbst auch. Hör auf, Händler zu töten. Ich will gut sein, also. Muss ich euch da retten. So. Da lang. Hier ist nur so ein komisches Kackvieh. Komm, stirb. Ich schlag einfach nur in die Luft. Oh, das braucht mehr als einen Schlag. Ups. So. Dann mal weiter. Hey! Ja gut, den haben wir ja im letzten Part. Hier ist was. Oh ja, Apfelkuchen. Ich will ja unbedingt Apfelkuchen haben. Versucht euren Ich will meinen Kampfmultiplikator nicht höher kriegen. Komm, dich töten wir mal eben. Okay, das war sehr gut. Was, hier sind zwei von denen? Stirbt. Stirbt. Meine Güte, mein Deutsch ist heute mal wieder extra so gut. So, mal schauen. Greatwood-Schlucht. Wird gebeten hier.
Ich habe echt keine Ahnung, was ich gerade mache. Also, ich renne ganz einfach nur rum und suche meinen scheiß Händler. Hier ist das. Moment, ich teleportiere mich einfach dahinter. Da müssen wir nämlich eigentlich Zoll bezahlen. Aber wir können einfach mit dem Grateful Kalistor dahinter teleportieren. Und dann haben wir das Ganze aber übersprungen, weil ich habe mich da schon mal durchgekämpft und dabei elendig verkackt. Deswegen wollte ich halt nicht nochmal machen. Hallo, Hops. Komischer Hops. Tot. Ich weiß gar nicht, haben wir die Hauptquest schon beendet? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich kann sie nicht. Ey, oh, Scheiße. Fick dich, scheiß Magier. So, hörst du auf zu. Da ist noch XP, die zu mir will. Haha. So. Mal schauen, was es hier jetzt gibt. Ob es die Leute verprügeln. Das wollen wir nicht. Oh, das war schwer. Gut, da unten müssen wir weiter. Oder zumindest will ich weiter. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich den gehe. Ich hoffe einfach, ich gehe den richtigen Weg. Wo geht's hier hin? Greatwood Höhlen. Oh, die Hopphöhle. Da gehe ich jetzt hin. Okay. Ach nö, nö. Oh nö, hab ich keine Lust drauf. Ganz ehrlich. Die scheiß Magier nerven mich übertrieben. Hörst du auf zu zaubern? Kämpf wie ein Mann, ernsthaft. Meine Fresse. Stirb. Oh, oh. Oh, stirb auf, aufzustehen. So. Hier gibt es nämlich was, wo wir durch können. Und zwar gibt es hier einen kostenlosen Mana-Trank. Da sind die Hopphöhlen. Da wollen wir, glaube ich, so nicht rein, oder? Weil mein goldener Pfadanzeiger zeigt uns anders an. Ich spreche euch mal nicht hier an. Bevor euer Kampf multipliziert. Gut. Sind das jetzt hier die... Das ist der Darkwood-Eingang? Nicht die Haupthöhle? Okay. Ich bin so planlos. Okay. Aber sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. Ich komme. Das ist schön, dass du kommst. Ja, bla. So. Im Darkwood findet ihr Skorms Kapelle. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure... Das habe ich echt nicht verstanden. Schon beim letzten Mal nicht. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure Seele. Aber wir wollen das Böse nicht in unsere Seele lassen. Oh ja, der. Ah, Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen! Er darf uns nicht folgen. Er ist infiziert. Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen. Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. Eben zur Info. Er macht Ärger und wenn wir ihn jetzt mitnehmen, dann wird er sich früher oder später verwandeln in so ein scheiß Wolfsvieh, was wir gleich noch sehen. Dafür bekommen wir halt Geld und müssen einen harten Gegner mehr besiegen. Deswegen lasse ich den einfach hier. Hoffentlich hilft mir jemand, sonst überstehe ich diesen Tag nicht. Ich lasse einfach hier. Ich habe echt keine Lust auf diese Schere rein mit den Typen da. Deswegen lassen wir es jetzt einfach. Hier gab's was. Genau. Hier, ab in die Darkwood-Sümpfe. So, hier treffen wir jetzt gleich dieses erste Wolfsvieh. Die Viecher sind nervig, weil die springen immer in den Himmel und dann sieht man sie nicht mehr. Genau die Teile. In so eins hätte sich der Typ nämlich gerade verwandelt. Und ihr seht gleich, warum die nervig sind. Ah ja, hier ist noch hier der Typ. Seid gewahr, Reisender. Ich gewähre nur den kampferprobtesten Durchlass. Wenn ihr möchtet, prüfen meine Hüter eure Kräfte im Kampf. Besteht ihre Herausforderung und meine Belohnung
gehört euch. Ja, nein. Das machen wir später. What? Das meine ich damit. Und sie machen verdammt großen Schaden. Also richtig stark. Richtig Schaden. Mit den Teilen ist also echt nicht zu spaßen. Außer ich habe Glück und sie machen das. Ja. Oh, ja, gut, dann kommt mit. Der hat auch nichts mehr. Das ist das wahre Händlerleben. Und nicht in einer Bude zu stehen. Da bin ich nicht. Ah ja, genau, die scheiß Knospen da. Vorsicht, oh Held. Diese Sporen sind gefährlich. Da, sie explodieren nämlich und hinterlassen so ein scheiß Gift. Deswegen schieße ich die ganze Zeit mit dem Bogen kaputt und dann können wir da ganz einfach durchrennen. So. Und die dann noch. So. Und weiter. Das ist also hier, sind die allzu schwer. Oh, hier ist noch einer. Hm. Gut. Oh, wirklich? Ach. Wir müssen weiter. Ich weiß, da sind noch mehr. Okay. Wir gehen aber erst im nächsten Part weiter und bringen die beiden idiotischen Händler da zu ihrem Platz. Bis dahin und tschüss.